sage ich ja immer, Marie-Jaëlle hat mich kennengelernt, weil ein Freund mir die Noten gegeben hat von ihrer ersten Sonate. Und die Faszination war sofort da. Und da dachte ich, ich muss mehr wissen und mehr lernen über diese Frau, mehr Stücke kennenlernen. Und das war ungefähr vor 8, 9 Jahren. Also es war Liebe auf den ersten Blick und es war eine Vertrautheit auf den ersten Blick. In der Musik spiegelte sich eine Hin- und Hergerissenheit ihrer Seele wider, die mir ganz nahe ging. Und diese Leidenschaft, die Marie-Jaëlle in ihrem Spiel hat, also in ihren Kompositionen hat, dieser Enthusiasmus auch für das Klavier, der zu erkennen ist an ihrer Komposition, der hat mich sofort ergriffen. Und ich fühlte mich sofort angesprochen. Also ein Teil meiner Seele fühlte sich sofort angesprochen von ihrer Musik. Also Marie-Jaëlle war sehr fortschrittlich in ihren Kompositionen. Man hört in einigen Stücken Klänge von Debussy, von Scriabin. Man hört ganz oft Richard Strauss, obwohl zu dieser Zeit Richard Strauss noch gar nicht viel komponiert hat. Dadurch, dass sie eine Frau war, ist sie natürlich in Vergessenheit geraten. Und als Pianistin und als Pädagogin war Marie-Jaëlle sowieso unglaublich bekannt, international bekannt und geschätzt. Brahms war mit ihr befreundet, Liszt, Saint-Saëns, Fauré. Albert Schweitzer war einer ihrer Schüler, der also ihre Pädagogik miterleben durfte und der davon sehr profitiert hat. Also sie hatte einen hohen Stellenwert zu dieser Zeit. Er war für sie eine Inspiration, aber auch eine geistige Inspiration. Sie haben nicht nur zusammen über Musik gesprochen, sondern eben auch über Literatur, Dante, Shakespeare. Im Moment übe ich das zweite Klavierkonzert von ihr und da ist doch sehr viel Liszt zu erkennen. Das hat sie auch hier in Weimar, während sie hier in diesem Raum war, komponiert. Und da sind Anspielungen an die Spätwerke von Liszt zu erkennen. Ich denke, sie hat einige seiner Anregungen übernommen, aber Marie-Jaëlle war so willensstark und so dickköpfig, dass sie natürlich immer eigen blieb, immer Marie-Jaëlle blieb. Und die beiden hatten eine Seelenverwandtschaft, sage ich immer, eine geistige und vielleicht auch emotionale Verbindung, aber mit Sicherheit nicht als Mann und Frau. Also diese Beschäftigung mit dem gesamten Klavierwerk von Jaëlle war eine ganz grandiose Erfahrung für mich. Und dadurch, dass Marie-Jaëlle technisch so anspruchsvoll ist und auch klanglich so hohe Erwartungen hat, hat sie mich auch pianistisch weitergebracht.